Forschen im forschenden Lernen. Und das möchte ich euch zum ersten Mal komplett vorstellen. Und deswegen freue ich mich über die Gelegenheit hier. Vieles wird im Moment auch finanziert von der Universität Oldenburg. Deswegen habe ich die hier noch mit dazu genommen. Forschung an Hochschulen, das ist etwas, was eigentlich sozusagen relativ neu ist für Universitäten. Die Universitäten begannen als reine Lehranstalten. Das sind die hier, Universität Königsberg, die vier ursprünglichen klassischen Fakultäten, Theologie, Recht, Medizin, Philosophie. Die meisten davon sind auch heute noch in dieser Form erhalten. Die medizinische Fakultät ist ja ausgezogen von der Uni Wien. Philosophische Fakultät hat sich jetzt historisch sehr, sehr stark aufgesplittet. Aber in den letzten 100, 150 Jahren hat die Universität, eher 100 Jahren, mit auch sozusagen die Forschung als Aufgabe übernommen. Nicht bloß sozusagen vom Selbstverständnis her, sondern auch im österreichischen Recht festgelegt, vom rechtlichen Rahmen her. Und hier, wenn Sie, das ist jetzt das Organigramm der Uni Wien, und hier sehen Sie Salzburg wie ähnlich, dass die Fakultäten nun für die Organisation nicht nur der Lehre, sondern der Forschung tatsächlich zuständig sind. So ergibt sich die Frage, ja, wenn man über Lehre und Forschung spricht, kriegt man immer die als Antwort, ja, aber das ist von Fakultät zu Fakultät verschieden oder von Disziplin zu Disziplin verschieden. Ich habe lange in der Schweiz gelebt, da hört man immer von Kanton zu Kanton verschieden. Also, das wird jetzt erstmal meine Leitfrage. Ist das so? Inwiefern ist das richtig? Inwiefern ist die Verbindung von Forschung und Lehre von Fakultäten oder Disziplinen abhängig und inwiefern auch wieder nicht? Vielleicht noch etwas zum Hintergrund. Frau Dr. Spierauer hat es schon kurz vorgestellt. Vieles von dem, was ich berichte, kommt aus dem Begleitforschungsprojekt Forschen Lernen, das ich von 2014 bis 2018 initiiert und geleitet habe. Das war ein Verbund von 15 Hochschulen in Deutschland, also Universitäten und Fachhochschulen. Es ging von der FH Potsdam aus. Im Rahmen dessen ist dieses genannte Buch Schulen Forschendes Lernen erschienen. Es wird dann demnächst eben zusammen auch mit dem Council on Undergraduate Research in den USA dieses Cambridge Handbook erscheinen. Zu meinem Vortrag. Ich möchte erst noch mal kurz eine Einführung geben. Frau Dr. Spierauer hat schon mal mehr gesagt, als ich sagen kann. Aber gleichwohl, um den Vortrag aufzubauen, dann ein paar methodologische Überlegungen. Dann das, was ich eigentlich vortragen will, nämlich eine Typologie von Forschungsformen, die an ein Paper, einen Report des Wissenschaftsrates anschließt. Und eine Überprüfung, inwiefern das überhaupt relevant ist für forschendes Lernen. So, forschendes Lernen. Nochmal die Definition von Huber, die ich immer wieder gerne bringe. Forschendes Lernen zeichnet sich vor anderen Lernformen dadurch aus, dass die Lernen den Prozess eines Forschungsvorhabens, das auf die Gewinnung von auch für Dritten interessanten Erkenntnissen gerichtet ist, in seinen wesentlichen Phasen von der Entwicklung der Fragen und Hypothesen über die Wahl und Ausführung der Methoden bis zur Prüfung und Darstellung der Ergebnisse in selbstständiger Arbeit oder in aktiver Mitarbeit beim übergreifenden Projekt mitgestalten, erfahren und reflektieren. Ich bringe das immer auf die Kurzformel selber forschen. Studierende sollen selber forschen. Warum, werde ich versuchen zu erläutern oder vielleicht spätestens dann nochmal im Kurzinterview versuchen zu begründen. Eine Metapher hierzu zur Begründung hat Herr Huber gegeben. Ich finde sie sehr schön. Ich habe die mal versucht, bildlich darzustellen und auch zu erklären, worum es geht. Weil manchmal werden Metaphern dann anders verwendet, als man das denkt. Das übliche Bild des Aufbaus von einer Disziplin oder eines Faches ähnelt dem oft eines Hauses. Man sagt oft, ja, man muss erst die Grundlagen legen, die Grundsteine. Also es gibt das Grundlagenwissen, man tritt sozusagen unten ein, dann steigt man auf zu vertieftem Fachwissen und irgendwann dann, wenn man entsprechend lange sich dort verweilt hat und gelernt hat und das System mitbekommen hat, darf man selber Wissenschaft treiben. Das ist hier ein bisschen symbolisiert mit der Sternwarte oben. Also man muss in diesem
Haus aufsteigen. Herr Huber verwendete das Bild des Baumes. Er sagte, nein, Lernen erfolgt anders. Lernen erfolgt nicht, wie sozusagen kanonisches Wissen aufgebaut ist, sondern Lernen erfolgt, wie ein Baum wächst. Er wächst immer gleichzeitig nach oben und nach unten. Also wenn man Wissen vertieft, spezialisiert, wird man gleichzeitig auch eine Vertiefung in die Grundlagen brauchen und auch besser verstehen und von daher auch sozusagen sich besser dann auch verankern in diesem Boden. Ich finde das ein sehr schönes Bild. Es gibt auch schon reichlich Forschung zum Forschen Lernen, also eher eigentlich in den USA zu Undergraduate Research. Das meint im Prinzip Forschendes Lernen im Bachelor, wenn Sie so wollen, also in den Anfängerstudiengängen. Es ist seit den 2000ern, gab es wirklich da reichlich auch Evaluationsforschung. Im Prinzip ist die Wirkung belegt. Kann man immer darüber diskutieren, wie diese Evaluationen durchgeführt wurden. Eine ganz wichtige Linie geht dahin, dass man sagt, ja, sie müssen im Prinzip die Studierenden begleiten. Also es ist unbedingt Anleitung nötig. Das war ein richtiger Streit, ein Forschungsstreit, weil Kirschner und andere nahegelegt haben, dass ohne Anleitung im Prinzip kaum forschungs- oder projektnahe Studien funktionieren. Die Leute lernen nicht besser, als wenn sie das sozusagen aus dem Lehrbuch mitbekommen. Da gab es eine große Diskussion. Es ist heute klar, es braucht sowas wie Mentoring. Es ist aufwendig. Es ist auch klar, dass Differenzierung nötig ist. Geschlecht, Fächer, Vorleistung der Studierenden, all das ist, danach gibt es sozusagen Unterschiede und auch Forschung. Für mich interessant ist, auch theoretisch interessant, weil ich es nicht so einfach zu erklären finde, ist, dass es Studien gibt, die zeigen, dass Undergraduate Research oder Forschendes Lernen für Diversity förderlich ist, also dass diskriminierungsnahe Gruppen eher integrierbar sind. Wie man das erklärt, finde ich, ist mal ein interessanter Ansatz. Das, was sozusagen unsere Forschung erbracht hat, wir haben noch nicht alles publiziert oder eigentlich so gut wie noch nichts, ist noch in Auswertung, aber auch von anderen, man weiß, ist die Forschung, die im forschenden Lernen nötig ist, muss in irgendeiner Weise Sinn machen. Und da möchte ich auch heute näher drauf eingehen. Klar ist das schon länger, wenn man sich den Forschungsprozess ansieht. Es gibt eine wunderbare Studie von, ich weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht, das ist kein Engländer, Pedaste, der und andere, die eine ganze Reihe, also eine Metastudie, eine Reihe von Studien, die eben den Forschungsprozess angeguckt haben, im Undergraduate Research reanalysiert hat und versucht hat, sozusagen die Phasen zu bestimmen, die sich daraus ergeben. Und man sieht, es sind deutlich mehr Phasen, als dass nur einfach was erhoben wird. Also das ist eine Untersuchung, sondern es braucht eine Vorbereitung von der Orientation bis eben zur eigentlichen Untersuchung und es braucht eine Nachbereitung bis hin eben zur Publikation. Und wenn Sie selber Lehre leisten, wissen Sie, also forschende Lehre leisten, wissen Sie, wie wichtig es ist, und das kommt auch in dem Paper aus, mit den Studierenden eine Forschungsfrage zu finden, zu definieren oder sie selber anzuleiten, diese Forschungsfrage zu definieren. Ich habe im Bachelorstudium einen Kurs, ein Studienprojekt, da geht es nur darum, dass die Studierenden am Ende eine Forschungsfrage definiert haben. Da gucken mich mal alle und sagen, habe ich doch schon, aber nein. Dass sie dann beforschbar ist, das ist dann noch ein ziemlicher Weg. Gut, ich komme zu meinen methodologischen Überlegungen. Auch sehr kurz alles. Erstmal, wenn ich sage, wichtig, Forschung ist nicht gleich Wissenschaft. Wenn wir Forschen lernen, reden, denken viele, das ist irgendwie identisch. Ich bringe nur einen einzigen Punkt. Forschung findet auch außerhalb der Hochschule statt oder der Universitäten. Mehr als die Hälfte der Forschung, nicht nur in Österreich, sondern überall in Europa, findet in der Industrie statt, in F&E. Das ist jetzt nicht bloß hier, vielleicht nicht in der Grundlagenforschung, aber oft findet auch die Grundlagenforschung, wenn Sie Pharmazie oder andere Bereiche denken, auch tatsächlich in der Industrie statt, nicht bloß an den Universitäten. In gleicher Weise, dass Formen von Forschung nicht unbedingt identisch sein müssen. Ich möchte darauf hinweisen, oder Methoden mit einem Fach, ich erkläre da noch was, die Begriffe.
Eine Methode kann in unterschiedlichen Fächern zum Einsatz kommen. Das Experiment oder das Interview kann eben in verschiedenen Fächern genutzt werden. Zum Beispiel hat die Psychologie sich überhaupt sozusagen zur Wissenschaft etabliert, indem sie im 19. Jahrhundert das physikalische Experiment übernommen hat und daraus ein eigenes Paradigma gemacht hat. Oder auch andersrum, in einem Fach können unterschiedliche Methoden zum Einsatz kommen. Da kommt jetzt auch, und darauf gründet der fast ideologische Streit zwischen qualitativen und quantitativen Verfahren, der insbesondere in der Soziologie ausgetragen wird. Im 19. Jahrhundert hat sich dann mit der Etablierung auch der Universitäten und der Ausdifferenzierung die Unterscheidung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften paradigmatisch gefestigt. Herr Dilthey und andere Philosophen haben das damals vorgetragen, paradigmatisch am Unterschied zwischen Physik und Geschichtswissenschaften. Die Physik, die sozusagen dem Muster des Erklärens, dem Ansatz Erklärens dient, die Geschichtswissenschaften, die deren Methode im Grunde auf Verstehen beruht, was damals nicht so richtig beobachtet wurde, dass gleichzeitig, als diese Diskussion lief, eigentlich ein ganz anderer, großer Bereich an Tätigkeiten verwissenschaftlich wurde, nämlich die Ingenieurwissenschaften. Das Resultat davon werden wir gleich sehen. Vielleicht hier erstmal noch einmal Erklären versus Verstehen. Ich hatte jetzt verzeihen, das ist ein Buch von Herrn von Frickt, nicht Freit, ein Finne. Ein sehr schönes Buch, falls Sie das interessiert. Erklären beruht darauf, dass Sie Gesetzmäßigkeiten finden und definieren und ermöglicht im Prinzip Voraussagen. Verstehen ist meist, wenn Sie historisch sehen, schon mit abgeschlossenen Prozessen zu tun oder mit Individuen und ist natürlich nicht unbedingt erklärungsfähig in dem Sinne, dass Sie Prognosen machen können. Insofern sind dort zwei unterschiedliche Methoden daraus. Standes Experiment in der Physik und hermeneutische Methoden in Theologie und anderen Fächern. Was ich schon mal angedeutet hatte, es gab 2012 eine Publikation, die wir in unserem Projekt sozusagen entdeckt oder aufgegriffen haben und uminterpretiert haben. Eine Publikation des Wissenschaftsrates, der 2010, 2011 aufgefordert war, im Prinzip Empfehlungen zu geben, wie man, ganz anderes Thema im Prinzip, im Rahmen der Digitalisierung, wie man die Daten oder Ergebnisse von Forschung digital archivieren kann auf Dauer. Und sah keine andere Möglichkeit, als sich damit auseinanderzusetzen, wie eigentlich Forschung funktioniert. Sozusagen das implizite Wissen der Forscher oder der beteiligten Fächer dort explizit zu machen und sagen, ja, wir haben sehr also die Ergebnisse von Forschung beruhen auch da, die unterschiedlichen Ergebnisse von Forschung beruhen auch darauf, dass sehr unterschiedliche Methoden angewendet werden, wie diese Ergebnisse zustande kommen. Also müssen wir vielleicht mit der Digitalisierung darauf Rücksicht nehmen. Und ein Aspekt, den Sie eingebracht haben, oder ein Befund, kann man es nicht sagen, aber eine Behauptung. Sie sagen, auch Theoriebildung hat Ergebnisse und ist für sich Forschung. Das fand ich schon grandios. Ich hätte das selber jetzt nicht gewagt, als solches zu behaupten. Aber wenn wir sagen, okay, Theoriebildung selber ist auch Forschung. Und manche Disziplinen sind vielleicht überhaupt nur durch Begriffs- und Theoriebildung definiert, wie die Mathematik, wenn man noch die Anwendungsseite vielleicht daneben nimmt. Dann kommt man auf einmal auf eine neue Kategorisierung oder Klassifikation und auf einmal ist klar, dass Theoriebildung kommt in mehreren, in eigentlich allen Disziplinen oder wissenschaftlichen Fächern vor. So haben wir jetzt sozusagen in der Physik auf jeden Fall das Experiment, wir haben Theoriebildung, wir haben aber auch Theoriebildung in Geschichte und anderen klassischen geisteswissenschaftlichen Fächern. Und wenn wir jetzt anfangen, und das hat eben der Wissenschaftsrat gemacht, andere Fächer noch hinzuzunehmen, wie eben die Informatik und andere, dann kommen auf einmal neue Forschungsformen noch hinzu, wie zum Beispiel ganz wichtig die Simulation. Ich werde darauf nur im Einzelnen eingehen, nämlich jetzt gleich, nämlich wie kommen wir dann tatsächlich zu einer neuen Typologie von Forschungsformen. Einer forschungspragmatischen Typologie von Forschungsformen.
Das ist schon die erweiterte Typologie, die wir sozusagen entwickelt haben im Rahmen von Forschen und Lernen. Also alles sind immer forschungspragmatische Entscheidungen. Also wir haben das weiterentwickelt im Rahmen von Forschen und Lernen. Ich stelle das mal kurz vor. Wir haben hier auf der ganz linken Seite, also die mit Sternchen, das sind die sechs Kategorien, die auch der Wissenschaftsrat definiert hat. Wir haben auf der linken Seite Beobachtung bzw. Erhebung. Das ist sowas wie Beobachtung, Erhebung in den Sozialwissenschaften, Interview, genauso aber auch wie Messdaten und Ähnliches, wenn Sie Messreihen, also auch Wetterdaten erfassen. Und auf der anderen Seite das Experiment. Zwei klassische Formen. Also Beobachtung war schon immer auch bei Aristoteles im Prinzip die wissenschaftliche Methode. Das sind schon mal zwei. Dann haben wir hermeneutische Forschung und Begriffs- und Theoriebildung. Hatte ich mich auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Dann ganz rechts steht dort Gestaltung. Für den Wissenschaftsrat war kein Unterschied, ob das irgendwie Maschinenbau oder Architektur ist. Wenn Sie mit den Leuten reden, dann sehen die riesige Unterschiede. Und wir haben dann das getrennt und haben gesagt, wir haben zum einerseits wirklich im engeren Sinn gestaltende Methoden oder gestaltende Fächer. Ich möchte jetzt aber eher auf die Methoden und das Forschen beschränken. Und wir haben technische Entwicklung als ein Vorgehen. Warum man das Methode oder Erkenntnis nennen kann, will ich gleich später darauf eingehen. Ich definiere das hier erstmal als Typologie. Also wir haben da getrennt dann zwischen technisch entwickelnde Forschung und Gestaltung und Simulation, erstmal durch Rechnersimulation, heutzutage bekannt war aber früher schon durch Planspiele, durch Modellierung, auch in der VWL sind eigentlich auch alle Simulationen, wenn man so möchte. Was wir noch neu dazugeführt haben, das war ein Vorschlag von Herrn Huber, der sagte, also wenn ich mir Fächer angucke, wie eben die soziale Arbeit oder vielleicht auch die Managementlehre, dann was die sozusagen erforschen und weitergeben, sind oft einfach nur praxisleitende, wissenschaftlich geschützte, praxisleitende, Schablonen, Checklisten, Anleitungen, wie sollen wir zum Beispiel mit verhaltensauffälligen Migranten umgehen, das wäre so ein Forschungs-, als Checkliste oder Anleitung, ein Forschungsprodukt aus der sozialen Arbeit. Wir haben das jetzt mal praxisentwickelnde Forschung genannt. Gab auch den Vorschlag von Frau Reimann, dass man das nach Tätigkeiten sortiert. Das habe ich jetzt auch mal gemacht. Das ist aber jetzt nicht unbedingt zwingend und dies ist auch nicht erschöpfend. Also beobachten, dann beurteilen. Simulation hat mit Modellieren zu tun, technisch entwickeln mit konstruieren. Ich möchte das jetzt noch ein bisschen mehr systematisieren, beziehungsweise Systematisierung etwas besser begründen. Gehe wie viele andere vor mir und neben mir auf Aristoteles zurück. Es gibt manche werden diese Unterscheidung kennen, es gibt in der nikomachischen Ethik gibt es einen Textteil, wo Aristoteles auf die Weisen der Erkenntnis zu sprechen kommt. Das haben viele schon in unterschiedlichen Texten versucht, oder nicht versucht, sondern ausgenutzt. Also Flüffberg hat damit versucht, diese Sozialwissenschaften zu erklären, also mit einem Teil, nämlich der Phronesis. Ich habe es mal alle genommen. Wir haben Techne, Kunst und Können, aber das meint hier nicht einfach nur, dass nicht soziologisch, dass etwas instrumentell erstellt wird, sondern es meint etwas mit etwas, eine Erkenntnis geschaffen wird. Also man kann etwas machen, man kann eine Funktion darstellen. Episteme, das ist klar, Wissen, Wissenschaft, das ist im Prinzip der Ausdruck, der fast immer für Wissen, Wissenschaft hier verwendet wird. Phronesis, ein Begriff, der jetzt in der Planung gerne in Diskussion kommt, sonst aber nicht so aufgegriffen wurde. Da geht es darum, dass, also das heißt im Prinzip Klugheit, es geht darum, auch sowas wie Werte, die Menschen haben, mitverstehen zu können. Das ist bei anderen Sachen nicht so wichtig, aber hier kommt das mit ins Spiel. Sophia als Theorie wie Weisheit und Nous spielen in der Philosophie auch eine große Rolle. Ich habe die jetzt mal versucht, hier einzubinden. Wir haben auf der linken Seite bei Beobachtung, Experiment, die Sachen gibt es auch alle sozusagen vertextlicht. Und wahrscheinlich gibt es das nachher auch dann noch. Haben mit Episteme zu tun. Das sind sozusagen da, wo man auch zuerst mal dran gedacht hat, das sind die Wissenschaften, ne, wo Beobachtung, Experiment stattfindet, wo Theorie
Bildung stattfindet. Und auf der rechten Seite haben die Forschungsformen sehr viel mit Technik zu tun, dass etwas entsteht, aber mit interessanten Unterschieden. Zum Beispiel eben praxisentwickelnde Forschung, auch mit Phronesis. Man macht etwas, muss das aber mit Klugheit machen. Weil Sie müssen, wenn Sie sowohl im Managementbereich als auch in der sozialen Arbeit solche Guidelines oder ähnliches wissenschaftsgeschützt erstellen, müssen Sie schon ein gewisses professionelles Vorverständnis haben, was passiert denn da eigentlich. Da können Sie nicht irgendwie sozusagen Armchair-Philosophy machen dazu, wie man mit verhaltensfähigen Migranten umgehen muss. Da müssen Sie ein Gefühl haben, ein Gespür für die, wie dann die Leute in der Praxis das auch schon umsetzen können. Vielleicht auch noch interessant, Gestaltung. Ich hatte da nochmal, da kann man echt drüber diskutieren, den Aspekt News dazu genommen, ganz einfach deswegen, weil es darum geht, ja, so einen, hier nennen Sie es mal Volksästhetik-Prinzipien, aber das Entscheidende ist, dass, wenn Sie auch so Texte lesen wie eben Architekturtheorie oder Designtheorie, dann wird das sehr oft sozusagen mit Einsichtsfähigkeit in gewisse Prinzipien, Prinzipien des Gestaltens und dergleichen, die eben in Abgrenzung zu technischen, funktionellen Aspekten und zwar eben in Bezug auf, manchmal sind es ästhetische, manchmal sind es auch lebensweltliche Prinzipien erfolgt und lustigerweise sehr oft eben mit der hermeneutischen Forschung parallel läuft. Das würde hier dann im Prinzip auch passen. Das ist jetzt alles nur ein Angebot, kann man groß drüber diskutieren, hatte ich jetzt auch schon. Mir selber wichtig ist noch eine andere Ebene, das ist diese Linie hier. Da geht es um Formalisierung. Es ist ja so, dass Sie verschiedene Tätigkeiten in der Wissenschaft ausüben können, wie wir vielleicht beobachten, beurteilen, dass aber sozusagen die Wissenschaft als solche, weiß ich jetzt, möchte ich es nicht übertreiben, aber dass sie in eine Richtung Formalisierung geht, also dass die Mathematisierung, Gesetzmäßigkeiten gesucht werden müssen, weil sie das hier explizieren müssen. Sie müssen das irgendwie in Formen bringen, damit sie es auch lehren können. Wenn sie es nicht explizit machen, können sie es nicht lehren. Und wenn sie es nicht explizit machen, können sie es auch nicht theoretisieren. Und dadurch kommt ja, oder nicht abstrahieren, dadurch kommt ja sozusagen auch der Mehrwert, ideologische Mehrwert, nenne ich es mal so, den die Wissenschaft gegenüber der Praxis hat. Und so sehen Sie, dass gewisse Methoden sich gegenüber anderen auszeichnen, dass sie so stärker formalisiert sind. Also sehr klar ist das zum Beispiel hier im Bereich Beurteilen, die Theoriebildung versucht noch ein konsistentes System zu schaffen. Ne? Insofern nicht bloß sozusagen den Gegenstand zu erschließen, sondern auch sozusagen gewisse Dinge wieder auszugrenzen über Definitionen und durch Theorie in ein formales System zu bringen. Ebenso hier wichtig die Programmierbarkeit. Also, dass Sie nicht bloß versuchen, Anweisungen zu geben, sondern ein berechenbares System, nicht System möchte ich nicht sagen, aber eine Berechnung zu schaffen. Das schließt viele andere Fälle wieder aus. Zur Formalisierung schließen viele Sachen wieder aus, auch aus dem Gegenstandsbereich, aber Sie schaffen irgendwie sozusagen einen mehr formalen Zugriff. Ne? Programmierbarkeit ist so ein extrem starker Zugriff. Ähnlich ist die Ästhetisierung hier. Oder wenn Sie ein Experiment machen, dass Sie das nun mal kontrollieren können, die Bedingungen. Sie schließen sehr viele andere Bedingungen und Lebenswelt aus, aber Sie schaffen es, einen gewissen Bedingungsbereich zu kontrollieren. Da kann man noch mal extra diskutieren, hat auch mit sozusagen der Entwicklung von Professionen und Berufen zu tun, will ich jetzt hier nur am Rande erwähnen. Gut, vielleicht noch zur Ergänzung im Prinzip. Brauchen Sie, wenn Sie Wissenschaft treiben wollen, und das meinten dann Aristoteles und Platon auch schon, müssen Sie irgendwie Sophia Episteme, also müssen Sie irgendwie Theorie entwickeln. Ne? Das sehen Sie auch zum Beispiel jetzt in der Entwicklung von Design, die dahin streben, als Wissenschaft anerkannt zu werden. Ihnen fehlt noch das formale System. und Sie ringen jetzt darum, das im Prinzip zu entwickeln. So. Viele. Also das hat mit Forschung und Lernen zu tun. Vielleicht mal down to earth. Was wir gemacht haben in unserem Projekt ist, dass wir diese verschiedenen Studienfrau
Dr. Spira hatte schon die Urstudie angesprochen aus den 70ern, die von der, lustig, das gibt es heute nicht mehr, Bundesassistentenkonferenz, das gab es damals noch, die einen, also war nicht Prof, sondern das waren die Assistenten, die dieses Werk herausgebracht haben, da ging es um forschendes Lernen. Und schon damals hat man, weil man nicht so sicher war und nicht klar war, wo geht das hin, mal einen ganzen Strauß von Fächern gefragt, wie denn die Idee sich dort umsetzen ließe. Und wir haben in unserem Werk auch über 20 Disziplinen mit eingeschlossen. Einfach geguckt, wie sähe oder sieht forschendes Lernen in den Geschichtswissenschaften, in Design und was weiß ich. Und dann hier in diesem Praxisbuch, eigentlich gehörten die zusammen, aber wir hatten so viele Beiträge, dass wir das dann, eigentlich sind es drei Bücher gefunden, das dann sortiert haben und gesagt haben, da machen wir mehr so die programmatischen Dinge, hier machen wir mehr die Beispiele, weil sehr viele Leute bringen gern Beispiele und machen sich aber nicht gut in so einem Buch. Denn wir tun die zusammen und versuchen die irgendwie zu systematisieren und sozusagen Lehrende schreiben für Lehrende. Also Good Practice sozusagen. Und die haben wir hier ein ganzes Good Practice Werk. Und die haben wir jetzt auch haben wir genommen, um mal zu sehen, was kommt denn überhaupt vor, welche Urteile oder welche Meinung besteht zu Forschen und Lernen in diesen Fächern und wie hat sich das entwickelt über die Zeit hinweg. So, für diese, hierfür haben wir eine Einschätzung gemacht, wie das kann ich danach noch erzählen, mit folgenden Kategorien, die nicht einfach so linear sind, aber auf die wir beharren. Das ist einfach sehr gut, einen leichten Einstieg und kein leichter Einstieg, das ist einfach zu verstehen. Es gibt zwei weitere Kategorien, die sozusagen sagen, dass Voraussetzungen nötig sind, damit man einen Einstieg hat. Das eine ist hier, nannten wir aufwendig, meint, dass externe Voraussetzungen nötig sind, dass Labore geschaffen sind. Es muss Geld investiert werden, um irgendwie zu ermöglichen, dass dort forschendes Lernen gemacht wird. Oder, einfach nicht schwierig, hat man es genannt, es müssen personale Bedingungen mitgebracht werden, gerade zum Beispiel in der sozialen Arbeit, dass die Leute schon mal, oft ist gut, dass das sozusagen, dass sie aus dem Beruf kommen, dass sie schon mal irgendwie ein professionelles Verständnis haben oder in der Kunst. Die müssen ein gewisses Talent mitbringen. Sie können nicht jeden, also im Design, sie können nicht jeden in das Studium reinnehmen. Das macht nicht so viel Sinn. So, jetzt, was Sie hier sehen, sind die Methoden. Und das ist sozusagen das erste, dunkelrot-braun, ist die Beurteilung nach dem Ursprungsbuch von der Bundesassistentenkonferenz. Und das ist die Beurteilung, die wir vorgenommen haben. Es fehlt noch unten die Linie, ist aber nicht schlimm. Also recht klar und eindeutig ist die Beurteilung von Beobachtererhebung einerseits ein Experiment, andererseits Beobachtererhebung geht fast immer irgendwie. Experiment ist einfach aufwendig, weil es müssen Bedingungen geschaffen werden, Labore da sein. Das war relativ klar. Hier wichtig, Begriff und Theoriebildung. Hat man damals gesagt, ja, das ist eigentlich also sowas wie im Recht. Da kann man kein forschendes Lernen so richtig machen, bestenfalls in Teilsystemen, weil das Fach oder das formale Grundgerüst, das die Studierenden haben, ist einfach zu komplex insgesamt. Man könnte nur in Teil, also im Privatrecht oder sowas, könnte man Dinge machen oder in der Mathematik, dass im Prinzip die Voraussetzungen so stark sind, dass es schwierig ist, sozusagen mit Theoriebildung, ne, mit Theoriebildung Forschung schon von Anfang an zu machen. Gar kein Potenzial, sah man in der Hermeneutik. Potenzial der Simulation, gab aber keine Beispiele. Und technische Entwicklung, Gestaltung sah man für als schwierig an. Der Unterschied zu dem, was wir dann festgestellt haben, 37 Jahre später, hier hat sich nichts getan. Hier gab es einen gewissen Paradigmenwechsel. Klar, gab es viele Ingenieure, Bauingenieure, die sagten, ja, nee, eigentlich müssen die Leute erstmal die ganze Statik können und nach 3-4 Jahren können sie dann vielleicht selber was machen. Aber dann haben einige doch einfach angefangen, zum Beispiel in Dortmund zu sagen, ja, wir richten einfach mal Projektlabore ein. Ist aufwendig und man hat gesehen, es funktioniert. Ob das jetzt mit allen Studenten und allen, das sind immer Beispiele. Ne? Also es ist aufwendig, man kann es machen, es ist aufwendig. Neu war und völlig klar, Simulation geht irgendwie immer. Sie können in fast allen Fächern irgendwas simulieren. Wenn die Leute kommen, auch inzwischen mit Rechner und Programmierfähigkeiten in die Fächer rein,
da sind oft die Lehrer oder die Profs und Lehrenden weit weg davon. Und da können sie fast immer schon. Also meine eigene Tochter macht Python, die ist 10 Jahre, die kann, also komisch. Also die können das irgendwie, ne? Und damit kann man auch arbeiten, ne? Die können auf einmal programmieren, die Leute. Und auch, okay, hermeneutische Forschung, hatten wir Beispiele, achteten wir erstmal als schwierig. Dann jetzt mal so eine Gesamtbeurteilung. Hinzu kommen die Beispiele, weil das sind sehr viele Beispiele aus diesem Buch hier, dem Buch. Ich möchte mal mich hierauf konzentrieren. Es waren sehr, sehr viele Beispiele für praxisentwickelnde Forschung. Das fanden wir sehr faszinierend. Also Service Learning in der Management-Ausbildung oder woran wir jetzt gar nicht, Fächern, die wir nicht gedacht hatten, Restaurierung. Die mit echten Objekten, also Möbeln, arbeiten müssen und dergleichen mehr. Und aber im Prinzip Forschung an den Objekten treiben. Aber die Leute müssen was mitbringen, weil Möbel dürfen sie nicht einfach also nicht jeden kann man einfach daran lassen, aber sie müssen von Anfang an irgendwie mit den Objekten arbeiten, weil das alles individuelle Stücke sind. Oder Simulation, das waren wir echt überrascht, wie viele Beispiele es dort gab. Programmieren, klar, Planspiele. Was sehr stark im Bereich, wo ich herkomme, sind Szenarioanalysen, die man von Anfang an im Prinzip auch machen kann. Was wir gemacht haben, ist dann auch, dass wir tatsächlich trennen zwischen Gestaltung und technisch entwickelnde Forschung. Gestaltung, technisch entwickeln ist aufwendig. Gestaltung, wenn Sie an die Design- und Architekturstudiengänge denken, die machen eigentlich immer Projektarbeit. Da ist es eigentlich weniger die Frage, ob die Projekte machen, als ob das Wissenschaft ist. Oder welcher Kern dort wissenschaftliche Forschung ist. Also da muss dann schon was mitgebracht werden, damit das tatsächlich auch beherrscht wird. Und hier hat sich eigentlich im Prinzip nichts getan. Wir haben eine Diskussion zur Hermeneutik. Ich bin der Behauptung, dass wenn man es richtig macht, ist es schwierig. Es gibt Leute, die sagen, nein, nein, wir können damit starten. Ich würde sagen, das sind dann einfache Erhebungen, die machen. Aber da gibt es eine offene Diskussion. Gut. Bin ich im Prinzip am Schluss. Ich habe ein Fazit und zwei Nachträge. Das eine Fazit ist, hatte ich auch schon mal vorgeschrieben, eine Diskussion mit Tremp gekriegt. Da sage ich, okay, wir haben im Prinzip zwei Methoden oder Forschungsformen, die eigentlich immer irgendwie gehen. Oder eine von beiden geht immer nicht. Die gehen nicht immer, egal welchem Fach. Entweder Beobachtungsdaten, seien es jetzt Interviews oder Messdaten, mit denen zu arbeiten. Oder irgendwas zu programmieren oder simulieren. Eins von beiden geht eigentlich immer. Schwierig bleibt es sozusagen in irgendeiner Weise mit dort, wo Theoriebildung, also theoretische Physik oder sowas, in den Mittelpunkt gestellt wird und da dann forschendes Lernen mitgemacht wird, wenn man nicht Anwendungen daraus untersucht in Teilsystemen. Das verbinden wir mit, also das ist ein Ergebnis sozusagen unseres Projektes Forschen, Lernen. Das meiste ist zwar, die Projekte sind abgeschlossen, aber nicht abgeschlossen ist die Auswertung und die Bewertung der Befunde. Also das ist jetzt sozusagen der Stand 2018, noch nicht mal 19, weil sehr viele jetzt gar nicht dran, im Moment nicht dran arbeiten. Und insgesamt geht das in die Richtung, dass man sagen muss, ja, forschen, ja, aber dieses Forschen muss irgendwie ein sinnvolles Forschen sein. Ich gehe mal das gerade durch. Also es gibt große Erhebungen mit sehr vielen Seminaren und anderen Lehrformen, wo eben Forschung gemacht wurde. Es war nicht immer mit dem Label Forschendes Lernen, sondern es ging immer irgendwie, wo Forschung in Veranstaltungen gemacht wurde. Es gibt einen kognitiven Effekt. Meist wissen die Leute, was Forschung ist, wissen die dann besser. Aber der ist entkoppelt vom emotionalen Effekt. Findet man das eigentlich gut, Forschung? Möchte man das machen? Und der läuft nicht gleich mit dem Kognitiven. Also es wird dann toll gefunden, wenn es berufsrelevant ist. Also nicht alle, sind immer so ein paar. Also. Oder sehr lustig, wenn man sieht, dass es für den Lehrenden bedeutsam ist. Das ist jetzt meine Forschung und damit kann ich jetzt ein großes Paper machen und komme dann weiter und dann sagen, ja, jetzt okay, da helfen wir dir. Ne? Sonst kann das durchaus desillusionierend sein, vor allem dann, wenn sozusagen Forschung für Forschung, der Forschung willen oder der Einführung der Forschung willen gemacht wird. Auch das gab es, ja, was ihr da macht. Dann abhängig von Epistemic Beliefs heißt,
ich muss schon daran glauben, dass Wissenschaft sinnvoll ist. Dann glaube ich auch oder nehme ich auch an, dass Forschung, wie ich sie da lerne, sinnvoll ist. Ich gehe da nochmal drauf ein. Und sehr wichtig, ich erzähle es immer wieder, ich würde das gern echt publiziert haben, das ist auch nicht, es sind nicht alle Studierenden gleich und vor allem nicht zu allen Zeiten gleich. Das ist ja für jeden Lehrenden ist das so klar, aber in der Forschung wird auch immer so getan, als seien alle Studierende irgendwie gleich. Das ist aber nicht so. Also es gibt unterschiedliche Orientierungen zu unterschiedlichen Zeiten, die die Studenten im Kopf haben. Und sie ändern sich auch, das ist nicht immer dasselbe. Mal ist man berufsorientiert, man möchte in die soziale Arbeit und deswegen sind die Sachen wichtig, die damit zu tun haben. Man ist manchmal prüfungsorientiert, Hauptsache jetzt durch, ich muss jetzt die Quatsch. Und dann stört das mit der Forschung. Oder dann ist genau die Forschung die ich jetzt brauche für die Prüfung. Oder je nachdem. Oder es gibt auch die erkenntnisorientiert sind, aber das sind, ob das die meisten sind, kann man jetzt nicht sagen. Aber das sind die, an die manchmal sich die ganze Forschung wendet. Ne? Bitte seid doch erkenntnisorientiert. Ist aber nicht, kann sich auch ändern bei den Ständen. Okay, kurzum. Echte Forschung. Und um das zu unterstützen, habe ich auch eine Webseite eingerichtet, um Studenten zu unterstützen, also ein bisschen sich zu orientieren. Jetzt habe ich zwei kurze Nachträge. Sehen Sie es mir bitte nach. Ich habe nämlich in meinen Abstract geguckt und gesehen, dass da noch Dinge drinstehen, die ich ja gar nicht bis hierhin erklärt habe. Das erste war hier nochmal eine. Eine wesentliche Randbedingung für das Lernen aus Forschung werden ist der Glaube an die Epistemological Beliefs, habe ich geschrieben. Ja, da kann man einen ganzen Vortrag drüber halten. Ich will nur ganz kurz nochmal darstellen, was das ist, weil sonst läuft das so dann vorbei. Also Epistemological Beliefs, ich übersetze es gar nicht, weil das wird eigentlich nur in dieser englischen Version kommuniziert. Da geht es einerseits um the nature of knowledge, also wie sowas. Wie ist Wissen an sich gestaltet? Ist das, wie sicher kann das sein? Wie einfach kann Wissen sein? Dann geht es darum, woher haben wir das Wissen? Nature of Knowing. Also welche Quellen gibt es? Ist das die Wissenschaft, oder sind es auch Privatpersonen, die eigentlich dieses Wissen produzieren können? Da gibt es auch gerade eine große Diskussion ums City Designs. Wie ist das berechtigt? Gibt hier auch einen Beitrag dazu in einem Band, den man auch bei mir runterladen kann. Jetzt zu dieser Forschung. Die haben die Münchner gemacht, an der LMU München. Ich bringe das Ergebnis zuerst und dann sage ich kurz, was eigentlich da rauskommt, weil es ist sehr viel spezifischer, als was sozusagen die Interpretation ist. Aber sonst, wenn man das da unten sieht, weiß man nicht, was man damit soll. Also meine Interpretation ist, wer nicht schon an Wissenschaft glaubt, also die entsprechenden epistemological beliefs hat, gewinnt auch durch Methodenkenntnis, zum Beispiel Statistik, nicht oder keine forschende Haltung. Also nicht an Einsatz für die Forschung. Also hier, das geht es ums Evidence Evaluation, da geht es darum, ob man tatsächlich sozusagen Befunde nochmal hinterfragt, guckt, sind das wirklich Befunde und ähnliches mehr. Hier sozusagen statistisch gesehen ist so, dass es keine direkte Korrelation zwischen Statistical Literacy und Evidence Evaluation gibt, sondern es wird moderiert über die Epistemological Beliefs für die Psychologen unter Ihnen. Gut, und das Zweite, was ich geschrieben hatte, wo ich eine hilfreiche Rolle kann das wissenschaftliche Schreiben einnehmen, da müsste ich auch, kann man einen ganzen Vortrag drüber halten. Ich will bloß auf eins hinweisen, nämlich aus, das ist jetzt eher erfahrungsgeschützt, hat sich an der FH Potsdam entwickelt, weil, können Sie sich vorstellen, an der Fachhochschule haben Sie nochmal ganz andere Motivationslagen. Da gibt es dann wirklich Leute, die wollen wirklich nur für ihren Beruf studieren oder wollen tatsächlich nur eine Qualifikation und denen ist eigentlich egal, ob da irgendwas gelernt wird, sondern da muss man einen Schein und dann ist okay. Wie bringt man denen bei, was Forschung ist und dass Forschung wichtig sein könnte? Vielleicht ist es aber gar nicht nötig, aber ich würde darauf nochmal eingehen. Also, dass es nötig ist, erläutere ich dann immer so, oder hatte ich immer den Leuten das. Sag, schaut mal, wenn ihr nachher hochqualifiziert sein wollt und in euren Beruf geht, dann habt ihr immer mit Forschungsprodukten zu tun. Ihr habt mit Statistiken zu tun, mit Marktforschungsanalysen, mit Prüfberichten, also ganz Bauingenieure. Das müsst ihr verstehen. Und das versteht ihr nur, wenn ihr mal selber geforscht habt. Ihr könnt gar nicht.
Also ihr müsst die nicht irgendwie hinnehmen, ihr müsst die auch nicht zerreißen, aber ihr müsst irgendwie verstehen, auf welcher Grundlage sind denn die, was bedeuten denn die eigentlich? Ne? Gut, und so kann man, wenn man, ich hatte eine Schreibwerkstatt, also man kann sehr schön sozusagen an dem Beispiel, dass sozusagen die Forschungskommunikation im Prinzip über Artikel, schon seit 200 Jahren, über Wissenschaftsartikel erfolgt und die Wissenschaftsartikel in diesen 200 Jahren ein gewisses Forum angenommen haben. Ähnlich, die ist nicht fixiert. Das will man auch gar nicht. Ähnlich wie der Forschungsprozess eine gewisse Form hat, man will ihn nicht fixieren, weil man will ihn ja offen halten. Ne? Man kann man an dieser Parallelität erläutern, wie man schreibt, weil schreiben müssen sie, müssen irgendwelche Qualifikationsarbeiten, und wie man gleichzeitig sozusagen die Forschung darin unterbringt oder forscht. Also das wäre jetzt zum Beispiel, ich nenne es hier mal Forschungsablauf im Artikel, das ist so ein Forschungsablauf, den man in vielen Disziplinen will, man hat ein Thema, muss man irgendwie einengen, wird die Forschung fragen, muss den Stand der Forschung angucken, sonst wird das nichts. Da muss man es nochmal einengen, gucken, was will man denn jetzt wirklich angucken, wie operiert man das, dann kommt die Methode, Ergebnisse und Diskussion. Wenn es keine Forschungslücke ist, die man bedient, kann man gleich von vorne anfangen, muss es natürlich auch natürlich untersuchen. Das ist sozusagen ein Ablauf, den Sie in vielen Artikeln finden, zum Beispiel hier. Das ist das amerikanische, weiß nicht, wer kennt das eigentlich, Einradmuster? Das kennen die, die publizieren. Also Introduction, Methods, Results, Discussion, heißt nicht, dass wir gleich langsam müssen, aber diese Teile müssen auf oberster Ebene, müssen die sichtbar sein. Gut, wie kann ich das jetzt nutzen? Meine Erfahrung ist, und ihr, es gibt sozusagen drei Genres. Es gibt mehr noch, aber mindestens drei. Die Sie nutzen können für wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten, an denen Sie auch die Unterschiede zwischen den Arten der Qualifikationsarbeit darstellen können. Lehrbuch, Genre Lehrbuch, Genre Artikel und Genre professioneller Bericht. Ich möchte es ganz kurz an sozusagen immer zwei Differenzen vorstellen. Das eine ist die Differenz zwischen Artikel und professioneller Bericht. Artikel läuft so ab, wie ich gerade dargestellt habe, Sie schreiben da was Thema, Forschungsfrage total wichtig, ich habe mal grün gemacht, Forschungslücke, und dann kommen Sie zu Ihrem Artikel. Das kann auch zum Beispiel heutzutage eine Bachelor- oder Masterarbeit sein, bei Masterarbeiten wird es sogar oft verlangt. Aber in vielen Fächern ist nicht das verlangt, sondern eigentlich ein professioneller Bericht in sozusagen akademischer Abwandlung. Aber ein professioneller Bericht sieht anders aus. Nein, er hat dieselbe logische Struktur, hat bloß zwei Änderungen, nämlich es gibt einen Auftrag oder eine Aufgabe. Also bei den Bauingenieuren ist das sowieso gleich eine Aufgabe. Aber weil sie haben ja auch einen Auftrag dann nachher, wenn sie irgendwie, nennen wir es mal das Thema aus meinem Bereich, irgendwie Verdichtung und Lebensqualität in der Stadt. Also wie viel dürfen sie verdichten, damit die Lebensqualität nicht leidet, ist ein super Forschungsthema. Tausendfach schon untersucht, müssen Sie erst gucken, wo Sie da tatsächlich einordnen. Kann aber auch als Auftrag vergeben werden. Wir sagen, okay, wir haben einen Platz, da müssen Sie Ideen entwickeln unter gegebener Verkehrssituation, mit gegebener Nutzungsdichte für Wohnungen und Bürogebäude. Und dann gucken Sie mal. Die Literatur, die Sie verwenden, ist vielleicht dieselbe Stand der Forschung. Die Fragen sind ziemlich ähnlich. Ne? Aber der Einstieg ist nicht die Forschung, sondern der Auftrag, und der Ausgang ist auch nicht eine Diskussion, die Sie immer im Artikel machen müssen. Da müssen Sie gucken, ist dieser Stand der Forschung, bringt das die Wissenschaft weiter oder ist das schon sozusagen, ist die Wissenschaft weiter? Hier müssen Sie Handlungsempfehlungen geben in einem professionellen Bericht. Das interessiert niemanden, wie dann die Forschung weitergeht draußen, der so einen professionellen Bericht in Auftrag gibt. Den interessiert, was sollen wir tun? Ne? Also wie können wir tatsächlich jetzt diesen Platz gestalten? Ich lehre in der Geografie, da sehe ich, wie das sehr oft durcheinander kommt. Und dann Studierende Handlungsempfehlungen schreiben sollen und nicht wissen, für wen eigentlich. Oder was diskutieren sollen, wo man dann gar nicht mehr richtig weiß, warum soll ich das jetzt diskutieren? Das interessiert euch dann niemand. Also deswegen habe ich das mal so getrennt. Eine andere Unterscheidung ist auch total wichtig, jetzt von der Logik her, zwischen dem Artikel und dem Lehrbuchformat. Weil wenn Sie ein Lehrbuch haben, geht es darum, im Prinzip ein Thema aufzuschlüsseln, also ein Fach in dem Fall. Ne? Und da sind Sie sozusagen so, arbeiten Sie Themen auf Fächern. In einem Artikel geht es immer darum, sozusagen etwas auf den Punkt zu bringen.
Sie müssen ja mit einer Untersuchung, da müssen Sie etwas auf den Punkt gebracht haben. Sie müssen sehr vieles draußen vorlassen und nachher wieder diskutieren, ob das sozusagen generalisierbar ist oder ähnliches. Weil Sie können nur an einem Ort untersuchen oder Sie können nur einen Gegenstand untersuchen, Sie können nicht alles auf einmal untersuchen. Und im Prinzip haben sehr viele Haus- und Seminararbeiten diese Struktur, dass einfach ein Thema aufgeschlüsselt wird oder ein Fach, ein Bereich, eine Frage aufgeschlüsselt werden. Die hat eine andere Logik als diese. Und sie bringen die Leute durcheinander, wenn sie hier dann eine Forschungsfrage haben wollen. Also, okay. Das war so mein Angebot. Das ist das, was ich im Prinzip aus meiner langjährigen Tätigkeit in Schreibwerkstätten gelernt habe. Auch hier, ich bin jetzt am Ende. Nochmal professionelles Arbeiten erfordert heutzutage einen Umgang mit Daten, die auf Forschung beruhen. Das versteht nur, wer selbst geforscht hat. Also muss man den Studierenden die Chance geben, echte Forschung zu erleben. Die Sachen zur Schreibwerkstatt finden Sie da auch und die Texte in der Regel auch. Okay, vielen Dank.